Recht herzlich willkommen zur 17. Folge von Europa Universalis 4 mit den Irokesen. Ja, wir haben letztes Mal einen Friedensvertrag schließen müssen, um nicht ganz überrannt zu werden. Und ja, da ist es jetzt nicht so toll gewesen. Aber unser General ist gestorben, das heißt, wir können auch gleich wieder neuen rekrutieren. Was ist denn das? Hab ich jetzt irgendwas verpasst? Geht doch nicht. Achso, wir haben nicht. Ich glaube, das kostet uns 50, die wir jetzt nicht haben, oder? Ah, okay. Lassen wir erstmal so. Wie ist mit den Truppen hier? Oh, da sind noch zwei Truppen, die können wir erstmal vereinen. 2, 3, 4, 5 Einheiten. Davon 2 Kanonen und 2 Infanterie und 3 Kavallerie. Okay. Ist jetzt nicht das Prickelnde, aber wir haben was. Gut, was passiert da? Militärzugang wollen wir haben. Ja komm, wir geben denen mal den Militärzugang. Dann gucken wir, was für uns da besser wird. Die Meinung von denen ist 18. Okay. Vielleicht sollten wir dazu sehen, dass wir dann mal die Geschichte wie Bündnis steigern. Beziehungen mal verbessern, oder? Gut. Haben wir denn hier nicht irgendwo auch noch Dinge? Französische Kanada, da ist es. Da sollten wir die Beziehung vielleicht auch verbessern. Gut. Die wachsen zurzeit, glaube ich. Naja, minimal auch nur, weil wir keine Reserven haben. Ist jetzt nicht so prickelnd, ne? Wissen wir auch. Wir haben hier jetzt leider den Franzosen hier ziemlich viel überlassen. Suchen wir mal raus, wie sind denn die Spanier so unterwegs? Oh, die sind auch schon ziemlich groß. Die haben wir hier mit minus 5. Neu-Spanien ist das. Gibt es da noch ganz neues Spanien? Na, das wird gerade. Ah, da ist Spanien, ne? Normale Spanien, nicht neue Spanien. Ah, das ist auch nicht richtig. Ist da denn Spanien oder ist das auch Neu-Spanien? Neu-Spanien. Ja. Alles neue Spanien. Das würde wahrscheinlich Spanien werden, oder? Gut. Jetzt ist die Frage, wie gehen wir weiter vor? Mit denen sind wir voll mies drauf. Mit den Shawnee sind wir relativ positiv. Können wir aber nichts mitmachen hier, oder? Da haben wir keine Leute für, dass es klappen würde. Wer ist da eigentlich dran? Fuchsisch. Okay, ist besetzt durch Potawatomisch. Das sind die. Ja. Ein Bündnis mit den anderen, ne? Aber irgendwie hat uns das auch nicht viel gebracht, oder? Wir sind mit denen, denen und denen verbündet, die helfen uns aber nicht gegen die Franzosen. Traurig, oder? Geht mal dahin. Aha, auch schön. Prozent bessere Beziehung. Den lassen wir mal da. So, was passiert dann, wenn wir da mal reingucken? Hä? Ist doch nur 34, wieso 100? Da passiert nichts.
Einflussaktion haben wir auch nicht. Machen wir. Geht nix. Geht auch nichts. Und da geht auch nichts. Ja, das sieht nicht gut aus in dem Sinne, ne? Wir kriegen zwar hier immer mehr Soldaten zurzeit. Aber am Ende sieht das mau aus jetzt hier. Sollten wir hier mal... Können wir da nicht... Aber wir haben keine Kolonisten, okay. Ach, das sind Händler, okay. Kolonisten sind da. Gut. Müssten wir Kolonisten haben, ne? Tja. Euer Land anschauen. Ein Darlehen zurückzahlen. Können wir uns das leisten? Ja. Gut, dann haben wir auch kein Darlehen mehr, das ist ja auch gut so. Drohnenkatastrophe, Bauernkrieg. Rebellenaufstand. Okaysische Bauern steuern. Wo ist das denn? Das ist die Gesamtmasse, oder was? Aber hier steht doch 90%. Tja. So, das heißt, wir haben zu viel Kavallerie. Das bringt uns dann ja auch nicht weiter, ne? Das heißt, wir müssten einmal Kavallerie entfernen. Das müssen wir dann wieder teilen. Und teilen wir nochmal. Gut, dann hat das geklappt. Das bedeutet, die müssen wir auswählen. Nee, Quack. Die sind gut. Auto speichern. Zweite Armee, dritte Armee. Alles klar, jetzt verstehe ich's. So, da auswählen und die werden wir dann in den Einheit auflösen. Okay. So, die können wir dann zusammenführen. 2, 1 und 2. Funktioniert jetzt, ne? Zehn Prestige, 10 Legitimation. Machen wir. Ich habe 10, dann ist das weniger geworden, oder? Achso, das war Prestige, ne? Okay. Okay, wird schon werden. Ja, das Verhältnis stimmt ja jetzt. Ich müsste jetzt nur vielleicht zusehen, dass ich eine mehr Dingens kriege. Ich sag schon. Aber das geht auch nicht, weil wir keine Leute haben. Brauchen wir 1000 für, ne? Ja, gut, okay. Wenn es dann jetzt gleich zum Bauernaufstand kommt, dann haben wir da wahrscheinlich auch keine Chance gegen. Obwohl wir jetzt hier 5 haben, ne? Haben wir das denn eben? Ja, doch, passt 2, 2 und 1. Alles klar. Das war der falsche Klick. Ja, die Zeit rennt ins Land. Und wir können nichts tun in dem Sinne, ne? Da sind die Bauern unterwegs. Und
So wie das aussieht, haben wir gegen die noch nicht mal eine Chance. Ja, 5 gegen 4. Obwohl wir technisch wahrscheinlich die bessere Truppe haben, interessiert das keinen, ne? Ja, klappt nicht. Ja, ist wohl zum Scheitern verurteilt, das Ganze, ne? Ja. Ja, die laufen sowieso dahin. Okay. Sind arg dezimiert, die Leute. Schon besetzt durch die anderen da. Ja. Motivation ist unten. Aber finanziell haben wir die doch oben, oder? 5 von 10 ist klar. Hier müssen wir hin. Das ist alles oben. Sonst machen wir gerade nicht so gute Geschäfte, oder? Komisch. Achso, da sind schon 2 geworden. Alles klar. Ja, da werden wir jetzt nicht so die Möglichkeit haben, gegen die zu bestehen, oder? Die helfen uns auch nicht irgendwie. Geht nicht. Ach, da kann man sogar hinziehen, alles klar. Nur die Frage, ob sie sich dann da auffüllen, ne? Wahrscheinlich nicht. Ein Bauernkrieg haben wir jetzt. Da sind 11 drin, da sind 4 drin, wir sind 2. Moral wird allerdings gerade besser. Können wir wieder zurückziehen. Ich glaube, wir können mal einen schneller machen. Kriegen wir sowieso nicht in den Griff hier, ne? Die haben das auch noch besetzt. Ja, sieht irgendwie mau aus. Was wollen wir da tun? Jetzt haben wir nicht mal Soldaten mehr. Jetzt kommen die in das Land rein. Ich komme da oben nicht hin, weil ich nicht um die rumrum komme. Dann könnte ich das ja befreien, ne? So, jetzt haben die das auch geschafft. Ich gehe da erstmal raus. Okay, da ist irgendwas passiert. Okay. Unser Land ist kollabiert. Okay. Was war das jetzt im Endeffekt? Finanziell sind wir jetzt auch... Nee, da geht es jetzt wieder positiv. Interessant. Keine Mission ausgewählt. Aha. Ich werde mal das erste annehmen. Unsere Truppen erholen, das können wir vielleicht noch hinkriegen, ne? Hier minus 45 Prestige jetzt, aber Stabilität ist erstmal wieder besser geworden. Bringt uns aber am Ende auch nichts, ne? Haben wir Darlehen? Nö. Ja, Truppen sind aber schon mal auf jeden Fall besser wieder drauf. Kanonen sind voll. Gleich kriegen wir noch eine Kavallerie voll. Infanterie, nicht Kavallerie. Passt. Ja,
Wir könnten verwestlichen, ja. Den Diplomaten lassen wir mal da. Und die Staatsehe nehmen wir doch mal an, ne? Ein Darlehen mit Befehle. Ich denke, wir haben kein Darlehen gehabt. Achso, wir können es nicht zurückzahlen. Alles klar, darum geht's. Bauernkrieg. Schon wieder. Gut. Das sind nur 6. Kriegen wir aber trotzdem nicht in den Griff. Aha. Nee, das können wir nicht leisten. Aber das ist noch teurer. Machen wir so. Ja, okay. Können wir nicht ändern, ne? Oh oh. Ja, können wir nur so machen, ne? Ende des Bauernkriegs stand doch da, oder? Die machen hier Terror. Ja. Berater ist gestorben. Können wir auch nicht ändern, ne? Gut, jetzt gehen wir von hinten und machen das da wieder frei. Die Frage, wann die rüberziehen, ne? Ob wir da wegkommen. Aha. Machen wir das untere. Wir müssen einfach mit denen besser im Einklang bleiben. Wie sind das? 1800 Leute? Eine Armee? Das ist doch jetzt falsch, oder? Hä? Ach so, doch, das passt schon. Okay. Dann verlieren wir jetzt das Prestige momentan, ne? Wir haben jetzt aber 5 gegen 5. Unsere Moral ist hoch. Könnten wir eigentlich gegen die vielleicht schaffen, ne? Wir versuchen es mal. Jetzt sind die an uns vorbeigelaufen, ne? Na, dann befreien wir erst das Land hier. Die sind da sowieso gerade beschäftigt mit dem... Kriegen wir hier noch einen hin? Ja. Naja, okay, ne? Verlieren wir halt das Prestige, ne? Was soll's? So, und jetzt greifen wir sie an und gucken, dass wir sie schlagen. Auch noch Chance haben wir sowieso nicht. Und wir haben schon einen verloren und die nicht. Das ist doch nicht wahr, oder? Wir sind Lusche. Da geht nichts, ne? Können wir uns gleich wieder verziehen? Das war's. Kein Anführer hatten wir. Ach, das war unser Problem auch noch, ne? Okay. Na, da haben wir wenigstens einen, der einigermaßen ist. Verlieren wir Geld, egal.
Das war unser Fehler gerade, ne? Wir hatten keinen Anführer. Können wir jetzt nicht ändern. Wir machen das mal so und gucken, wie weit wir damit kommen. Tja. Moral ist jetzt noch unten. Muss besser werden. 89 ist gleich irgendwie der Krieg vorbei. Ne, der Frieden. Mit denen aber, glaube. Und dann müssen wir mal gucken, was wir machen. Ja, die werden das gleich besetzt haben. Das ist auch nicht gut. Wir haben aber genauso viele Truppen wie die zurzeit. Okay. Wenn wir jetzt noch einen mehr haben, dann sollten wir es nochmal mit Anführer probieren, die Bauern zu schlagen. Speicher nochmal ab. Prestige verlieren wir, da haben wir gleich bald gar nichts mehr. Aber wir sollten gleich gucken, Moral ist gut, nochmal den Angriff zu wagen. Ja. So. Jetzt lassen wir noch ein paar Leute kommen. Noch vier. Dann müssen wir hier mal eine Kavallerie mehr haben. Dann sollten wir doch vielleicht das Glück haben, dass es klappt, oder? Um den Bauern Aufstand niederzutreten. Ja, noch sechs Leute fehlten, dann hätten wir fünf gehabt. Also noch einen Monat warten. So. Ah. Ja, wieso? Hat nicht geklappt, ne? Okay. Ja, das ist nicht so gut, ne? Gut. Wir werden gleich sehen, ob wir es hinkriegen oder nicht. Wir müssen erst gegen die Truppen angehen und dann können wir das Land befreien. Dafür müssen wir aber hier jetzt 5 kriegen. Nur noch 2 Monate. Dann geht das erst. Und wenn wir den Bauernaufstand weg haben, dann kommt Frankreich und überrollt uns. Wollen wir uns keine Gedanken machen, oder? Prestige verlieren ist egal. Wir haben schon minus 100. Ich glaube, geht gar nicht mehr, oder? Komm schon. Da sind sie jetzt. Jetzt haben wir 5 und jetzt gehen wir da mal Bescheid sagen, oder? Und wir hoffen, dass diesmal klappt. Wir haben sofort einen verloren. Wie ist der Ausgleich da? Ja, ich glaube, diesmal könnten wir das positive Ende haben, aber sieht auch nicht danach aus. Komm schon. Wir haben verloren. Krass, oder? Naja, das ist jetzt nicht so wild, dass die da unten die Provinz kontrollieren. Entscheidend ist, dass wir nachgefüllt kriegen und die nicht. Gott. Okay. Ja, da geht jetzt gerade nichts. Wir sind jetzt 3 annähen und die sind nur 2. Muss ja mal irgendwas werden, oder? Gut. Aber ich würde sagen, das machen wir dann in der nächsten Runde. Und diesmal bedanke ich mich recht herzlich fürs Zuschauen. Und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.